Und da bin ich auch schon wieder zurück bei Portal 2 und ich habe jetzt die Soundeinstellung noch mal ein bisschen runter gemacht, da ich in den ersten Aufnahmen schon gemerkt habe, dass ja die Game-Lautstärke meine Stimme ein bisschen übertönt hat, aber übertönt, keine Ahnung. Aber man konnte trotzdem noch hören und wir machen jetzt hier weiter und fallen erstmal ins Wasser. Na toll. Ja, ich hoffe jetzt auch, dass sich die Lecks ein bisschen beruhigen. Gerade sieht's gut aus, aber das hat ja nichts zu sagen, ne? Wer weiß, wer weiß. So, Ladebildschirm werden wir wahrscheinlich noch öfters sehen. Erstmal hier ein Portal hinschießen. Na toll. Also hier kann ich kein Portal hinschießen. Was da vielleicht in einem ewigen Kreislauf läuft, ne? Na? Alter! Nein, das ist jetzt nicht dein Ernst. Framerate, beruhig dich. Ja, ich meine, geh hoch. Ich habe immer so... Oh, scheiß Leck, ey. Ja, wir haben es geschafft. Unglaublich. So, und dann mit unseren geilen Blitzkanone die Sachen hier getan, beziehungsweise das Entwicklungscenter weist darauf hin, dass sie, auch wenn die Lage aussichtslos erscheint, nicht alleine sind. Die Bandansagen von Aperture Science bleiben auch in apokalyptischen Niedrigenergieumgebungen mit weniger als 1,1 Volt aktiv. Bringt mir herzlich wenig. Mann, ey. Ja, alleine mit aufgenommenen Aufnahmen. Beziehungsweise auch Aufnahmen gemacht. Oh Gott. Bei diesem Test gelten die Prinzipien der Fortbewegung durch Portale. Sollten die physikalischen Gesetze in der Zukunft nicht mehr gelten, so helfe ihnen Gott. Genial. Sollten die physikalischen Gesetze nicht mehr gelten, ja toll. So, also nächster Test. Wieder, also, ich interpretiere das mal wieder. Du bekommst einen Würfel, der fällt irgendwo raus, dann bummst er dir auf den Kopf drauf. Nachdem er dir auf den Kopf drauf gebumst ist, musst du den auf eine Druckplatte stecken und dann durch Portale fliegen wie Superman. So. Und das werden wir jetzt auch mal machen, indem wir da ein Portal hinschießen. Das sieht nicht gut aus. Au. Okay, können wir nicht rein, schade. So, jetzt habe ich da mal ganz doof irgendein Portal hingeballert, aber... Wow. So, jetzt kommt erster Schritt, Portal unten. Zweiter Schritt, durchs nächste Portal fliegen. Wow, geil. Das kriegt er nicht zu fassen, aber kann ich da zufällig total reinschießen? Jawohl. So, der Würfel ist jetzt da rausgekommen. Also da muss ich jetzt irgendwie im Sprung... Na, nicht im Sprung, Mensch. Hier. Dings da. So. Na, den Würfel hat es ja nicht auch gut erwischt. Alter, ich will da nicht durchs Portal durch, ich will da einfach nur unten landen. So, jetzt. Du darfst jetzt durchs Portal durch. Hä? Wo bin ich jetzt gelandet? Ach, da oben ist gar kein Portal mehr. Jetzt ist da unten aber keins mehr. Mensch. So, aber immer noch nicht. Alter Schwede. So, kann ich das irgendwie da hochlegen? Jawohl. Und jetzt hier durch und jetzt da. Ich will jetzt da ein Portal. So. Und da unten auch eins. Wie zur Hölle? Da ein Portal und da... Das ist da... Ah, endlich. So.
Keine Ahnung, wie wir das jetzt geschafft haben, aber irgendwie haben wir es schon geschafft. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Halt die Fresse! Du machst mir Angst. Autsch. Okay, wir können durch solche Portale nicht durch. Können wir jetzt hier irgendwo ein Portal hinschießen? Sind wir jetzt hier unten gefangen oder was? Moment. Ich lade jetzt mal, ich muss Quicksave. Moment, da muss ich kurz gucken. Wo jetzt Quicksave war, das steht hier in der CD-Hülle. Ah toll. Ach nee, muss mir nochmal da das machen. Schnell speichern. Ja, und mal wieder ein kleiner Fail. Meine Festplatte war voll. Ich musste erstmal ein paar Aufnahmen löschen. Also, schnell speichern ist auf F6 und wo zur Hölle sind wir jetzt schon wieder? Ah, da, okay. Ja, ich dachte gerade, oh Gott, what the fuck, wo müssen wir wieder anfangen? Naja, ich sollte öfter schnell speichern. So, ich falle hier jetzt erstmal wieder ein Portal hin, dass wir da hochkommen. Und ich kann jetzt leider nicht mehr so lange aufnehmen, ich muss erst wieder schneiden. So, und da unten das Portal hin. Okay, so, perfekt. Wah! Okay, fail. So, jetzt hier also wieder den Würfel nehmen und da hoch tun. Perfekt. Und dann wieder da durch, ja. Wie ging das da ein Portal hin, ne? So. Und jetzt wieder den Würfel nehmen. Sollten Sie keiner unserer Mitarbeiter sein und diese Anlage infolge des Zusammenbruchs der Zivilisation entdeckt haben, willkommen. Vergessen Sie nicht, Tests sind die Zukunft und die Zukunft beginnt mit Ihnen. Ja, danke nochmal. Ein zweites Mal. So, erstmal hier Portal hinschießen. Und dann da unten durch. Wow, Alter. Das ist geil. So, wo kann ich denn das nächste Portal hinschießen? Hier? Nein. Wo kann ich denn jetzt hier ein Portal hinschießen? Also von hier oben kommen Würfel raus. Das ist schon mal beruhigend. Also falls wir den Würfel irgendwie verkacken, dann... Ja, dann haben wir da noch ein paar. So. Dann... Ich lasse den Würfel jetzt einfach mal fallen. Naja, der fällt nicht ins Portal rein. Ja gut. Ah, aber ich fall ins Portal rein. Verdammte Scheiße. Wir müssen irgendwie dahin kommen. Moment, kann ich hier noch irgendwo anders ein Portal hinschießen? Nur hier, ne? Okay, also ich kann nur da ein Portal hinschießen. Puh. Hier unten irgendwo. Durchs Portal kann ich auch nichts ballern. Oder? Ich muss mal probieren, ob man es durchs Portal schießen kann. Nein. Ja, ist ja jetzt echt super. Wohin müssen wir eigentlich? Kann das sein, dass wir da hoch einen Würfel hin tun müssen? Ich habe keine Ahnung. Ich werde jetzt mal den Würfel einfach mitnehmen, beziehungsweise hier durchs Portal fallen lassen. So, und da hochlegen. Vielleicht hilft das ja. So, und dann wieder das Portal auf die Seite, oder beziehungsweise in die Mitte schießen, dass wir auch gescheit darüber kommen. Da ist die Druckplatte, aber da ist auch Glas. Moment, Joko und Glas sind da, ne? Da können wir auch kein Portal hinschießen. Da können wir noch was hinballern, jawoll! Da oben, gut. Also hier durch und dann da ganz, ganz schnell rechts. Alter, nein, da lang nicht. Wo ist denn jetzt? Ach, da... Hm.
Also ich muss da, wenn ich so durchkomme, muss ich nach rechts lenken. Und rechts ist D. Gut. Komme ich jetzt? Wie durchkomme ich denn? So? So? Ich habe keine Ahnung. Nein. Nein. Okay, dann muss ich vielleicht, wenn ich so reingehe, nach links lenken. Jetzt habe ich mal da ein Portal hingeschossen. Ich habe keine Ahnung, was es gebracht hat. Ach du Scheiße. Also wir müssen da hinkommen. Erstmal die Kamera hier wegmachen. Hey, hallo. Kontrollierst du uns? B-Taste bitte. So, das ist schwer, verdammt. Also entweder ich muss voll nach links lenken oder voll nach rechts. Ich muss mal hier die Situation im Portal angucken. Also hier, da. Wohin müssen wir? Erstmal in drei Dimensionen denken lernen. Ach du Scheiße. Da scheint der Boden zu sein. Ha. Ja. Da schaffen wir es ganz knapp nicht. Also ich muss in Richtung von dem Ende vom großen... Alter, nein. Ich wollte da nicht durchspringen. In welche Richtung ist denn das? Alter, ich will da nicht durchspringen, ja? So. Also. Wo ist denn das große Gitter? Junge, Junge, Junge. Also da war es wahrscheinlich, aber da will ich ja nicht drauf. Oh. Geil. Da scheinen wir gar nicht rüber zu kommen. Also man kann sich da auch ducken, dass man da nicht runterfällt, habe ich irgendwie so das Gefühl. Das ist total doof, Mensch. Okay, in die andere Richtung. Wenn ich von hier rüber gehe, in die andere... Alter Schwede. Das muss doch... Komisch. Da kommen wir definitiv nicht rüber, hattest du das Gefühl. Und woanders können wir dein Portal auch nicht hinschießen. Da hoch erst recht nicht, das ist ja klar. Da drüber ist ja nichts. Ich schieße es mal hier hin, vielleicht habe ich da irgendwie mehr Glück. Wow. Als hätte ich es nicht geahnt. So, und dann geht's weiter.